Dass eine unserer Road-2-Serien nach dem geplanten Ende weitergeführt wird, hängt natürlich immer von mehreren Faktoren ab. Die Zeit und die Motivation der Teilnehmer sind aber die wichtigsten. Und eine der Serien, bei dem alles gepasst hat, ist nun unsere Road-2-Rune-Wars-Serie. Sowohl Eduard und Steffen von den Rocket Beans als auch Mikkel von Peatsmeet haben Bock, weiter in der Welt von Terrynoth Regimenter zu schieben und Würfel zu werfen. Und dass ich ja Rank-and-File-Spielsysteme mag, muss hier nicht groß erklärt werden, oder? In Folge 1 bis 5 haben wir unsere Figuren aus der Grundbox fertig gemacht und unsere ersten Schlachten geschlagen. In Folge 6 hatten wir unsere Armeen mit der ersten Box erweitert und nun kommt die nächste Erweiterung inklusive Spiele dazu. Ja, ich habe die Erweiterung der Skelettkrieger, ich glaube der Wiederbelebten heißen die original, genommen, weil ich meinen richtig dicken Block an Skelettkrieger haben wollte. Ich habe noch die Würmer. Da habe ich auch sehr gezweifelt, ob ich die lieber nehme, weil die Würmer finde ich schon ganz geil, aber ich wollte auch lieber mal so einen dicken Block haben. Ich habe mich tatsächlich für die langweilige Variante entschieden und mir nochmal zwei Tableaus Speerträger geholt. Einfach nur, damit ich meine Kommando-Unit mal ein bisschen mehr aufbauen kann und nicht nur zwei Leute mitnehmen kann da draus. Außerdem habe ich dann insgesamt 6 Tableaus, was schon mal eine ganze schöne Masse aufs Spielfeld bringt. Und meine Reiter kann ich dann immer noch später mit reinbringen. Ich hatte dieses Mal mir die beiden Golems ausgesucht, weil ich dachte, die sind groß, die können ordentlich draufschlagen und Schaden machen. Meine Armee hat sich diesbezüglich erweitert, dass ich diesmal nicht so was Langweiliges hatte wie das letzte Mal, die Bogenschützen, die natürlich ziemlich cool waren, sondern ich habe einen neuen Helden dabei, den Ankaumaru, oder wie er ausgesprochen wird. Das ist im Endeffekt ein Nekromant als Held, den gibt es einmal zu Fuß, wenn man den in eine Einheit anschließen möchte, oder aber auf seinem komischen Knochen-Magie-Wellen-Gelöt kann man den so in die Schlacht schicken. Und da habe ich mich dafür entschlossen, den mitzunehmen. Ich spiele heute gegen Mikkel, also ein Mirror-Match gegen die anderen Darkhan Lords, wie sie so schön heißen. Allerdings hat Mikkel statt den Infanterie-Leuten noch ein paar mehr Runen-Golems dabei. Das wird interessant. Ich habe mir eine starke Flanke gebaut dieses Mal mit den beiden Golems und Kari. Versuche ich Steffen mal von der Seite zu überraschen, mal gucken, ob es klappt. Meine Speerträger sollen so ein bisschen als Puffer gegenüber der Kavallerie und seinen Speerträger dienen, wovon er ziemlich viele hat dieses Mal. Ich spiele gegen Dennis im Mirror Match, sprich Skelett gegen Skelette. Er hat natürlich andere Einheiten als ich und ich bin gespannt, wie es dann wie es verlaufen wird durch die paar verschiedenen Einheiten. Und da freue ich mich auch so ein bisschen schon drauf, wobei ich auch ein bisschen Angst habe, weil ich ganz genau weiß, dass die Untoten so ein paar fiese Sachen drauf haben. Vor allem, weil er hat halt die Erweiterung genommen, dass er sowohl die Kommandoeinheiten hat für seine Infanteriekämpfer und die Infanteriekämpfer-Erweiterung drin hat. Das heißt, das wird eine ziemlich haarige Sache. Vor allem anderen, das kenne ich. Ich hoffe, dass ich dieses Mal endlich einen Sieg davon trage. Bisher war ich ja nicht so erfolgreich. Ob ich jetzt auf mich selbst wetten würde, wahrscheinlich nicht. Nee. Unsere Mission war es halt, jede Seite hat halt einen Trupp bestimmt und diese Einheit muss man einfach vernichten und dann hat man extra Punkte bekommen. Und naja, man versucht natürlich die Einheit zu verteidigen oder man scheißt drauf. In der ersten Runde eigentlich begann mein Fehler schon in der Aufstellungsphase, weil vor mir war so eine Festung und ich habe gedacht, das ist super, die steht genau vor mir, da kann ich meine Bogenschützen reinstellen, dann können sie über alles rüberfeuern und ballern ohne Ende und haben noch eine Befestigung, das heißt, die sind im Nahkampf besser, oder im Beschuss ein bisschen besser geschützt. Pustekuchen. Erste Runde ging los und erst dann habe ich so richtig auf die Karte geguckt, habe gesehen, da passen nur 2 Tableaus rein anstatt 4. Und wenn man im Nahkampf drin ist, das habe ich später gemerkt, oder man nur im Nahkampf selbst später hat man eine bessere Rüstung und nicht im Beschuss, was mir ziemlich viel wehgetan hat. Ich hatte dann sogar einen recht guten Lucky Shot mit meinen Bogenschützen und habe den Zauberer von denen sehr viel Schaden zugefügt. Ja, und so ist dann Ankaumaru in das Geländestück reingegangen, damit er schön feuern konnte. War natürlich alles außerhalb der Reichweite, war ziemlich blöd. Und so hat Eduard kam er dann nach vorne und hat dann auf meine Bogenschützen gefeuert, auf meinen Helden gefeuert mit seinen Bogenschützen und hat den glücklichsten Schuss abgeliefert, den ich bei Bogenschützen jemals gesehen habe. Bei unausgerüsteten Bogenschützen muss man dazu fast noch sagen, ja. Er hat tatsächlich es geschafft, 4 Schaden anzurichten, beziehungsweise er hat 8 Schaden angerichtet. Ankaumaru hat eine Rüstung von 2, also hat er 4 Schaden bekommen, hat also nur noch einen einzigen Lebenspunkt gehabt am Ende der ersten Runde. Der hat sich dann aber im Nachhinein wieder hochgeheilt, deswegen hat es nicht viel gebracht. Dann kam es aber so, dass halt sich 2 Flanken gebildet haben. Einmal meine Skelettkrieger und so ein bisschen meine Bogenschützen. Und die Skelettkrieger und der Erebus von Dennis gegen meinen Block. Und die andere Seite so ein bisschen die Bogenschützen von Dennis, die auch das Ziel sozusagen für mich war. Und mein Erebus und mein Wurm gegen diese Einheiten.
Und da ist es halt so ein bisschen dazu gekommen, dass ich ein paar Kleinigkeiten Fehler gemacht habe, indem ich halt meinen Erebus erstmal auf den Hexer gejagt habe von Dennis und dann abgelassen habe. Was im Nachhinein eher wirklich dumm war, weil ich hätte ihn wahrscheinlich ausschalten können. Und da er halt ein sehr starker Fernkämpfer ist, war das halt im Nachhinein ein bisschen doof. Also es gab so zwei Schlüsselmomente. Erstens konnte ich in der zweiten Runde, konnte mein Nekromant sich zum Glück wieder 2 Lebenspunkte zurückgeben. Das hat dahingegen geholfen, dass er nicht sofort wieder tot war beim nächsten Beschuss. Und die zweite Sache war, dass mein Ardus mit seinem großen Regiment an Skelettkriegern im Nahkampf war, unterstützend von meinen Skelettkriegern, die natürlich aufgrund der Masse und der Upgrades weitaus unterlegen waren. Und er wieder richtig gut gewürfelt hat und Ardus letztlich 2 Lebenspunkte abgezogen hat. Jetzt weiß ich aber, dass es ein Upgrade gibt von den Untoten, von der Kommandoeinheit, irgendwie so ein Champion, der im Endeffekt einen verwundeten Gegner sofort rausnehmen kann. Da habe ich gedacht, kacke, Ardus ist tot. Und Dennis hat natürlich vor mir gewürfelt, weil das seine Runde war. Und hat den Genauigkeitswurf gewürfelt. Und konnte meinen Champion damit töten. Sprich, damit war halt diese Taktik für den Arsch. Aber ich hatte auch noch eine Rune, wo ich halt noch einen sehr starken Würfel hinzufügen konnte und sehr viel Schaden mehr machen konnte. Und den habe ich einfach komplett vergessen. Und das hat, glaube ich, so ein bisschen das Spiel gekippt. Weil dann wurden die Skelettkrieger ziemlich gut kaputt geknüppelt. Mein Zauberer in der Mitte hat so ein bisschen hier und dahin geschossen. War nicht so gut, ich hätte ihn vielleicht anders ausrüsten müssen, hat sich dann aber wieder hochgerissen von den Lebenspunkten, bis er wieder voll war. Er hat dann noch eine andere Fähigkeit gehabt, dass er einen Lebenspunkt ausgeben kann, um ein komplettes Tableau einer Einheit hinzuzufügen. War aber nicht der Fall, weil er kam nicht mehr an die Skelette ran, an die Bogenschützen ran, erst als sie kaputt waren und die anderen haben halt nichts verloren gehabt. Naja, am Ende habe ich wenigstens die Bogenschützen vernichtet und hatte wenigstens noch eine Einheit auf dem Tisch. Und im Endeffekt sah es dann so aus, dass ich seine komplette Armee tatsächlich vernichtet habe und nur meine Bogenschützen verloren habe. Unter anderem durch meinen Nekromanten, der zwar an sich nicht viel Schaden macht, aber im Beschuss dennoch die Möglichkeit hat, auch im Nahkampf direkt einen Schaden zuzufügen, sodass die Rüstung da ignoriert wird. Und so hat er das halt zweimal auf den Ardus von Eduard gemacht und ihn dann irgendwann gekillt, was mir sehr viel Luft verschafft hat. Na, auf jeden Fall kenne ich jetzt den Magier von Dennis und was für Fähigkeiten er hat. Ich weiß, dass er halt ein starker Fernkämpfer ist und ein paar kleine Schwächen von ihm, dass er halt eher wenig Rüstung hat, dafür mehr Lebenspunkte. Sprich, ich hätte mich eher ein bisschen mehr auf ihn konzentriert und meine Skelettkrieger vielleicht ein bisschen weiter hinten gelassen und versucht, die Einheiten von Dennis ein bisschen auszumanövrieren und eher im Nachhinein mit meinen Skelettkriegern reinkommen würde in den Kampf. Tatsächlich war es so, dass aufgrund der Tatsache, dass ich einen zweiten Helden dabei hatte, sehr viel mehr Punkte hatte als Eduard. Deswegen hatte er die Möglichkeit, die Maximalpunktzahl von sich aus zu bestimmen, weil er gesagt hat, okay, ich nehme alles, was ich habe und rüste die aus. Ich habe tatsächlich meinen Wurm, auf den habe ich verzichtet, damit ich den Helden überhaupt reinnehmen konnte, meinen Wurmreiter. Und ich hatte nachher von der Ausrüstung, irgendwie hatte ich 4 Punkte mehr. Eduard hat gesagt, oh, komm, mach schon, dann habe ich hinterher was zu heulen. Wenn ich verlieren werde, kann ich zumindest sagen, lag nur daran. Was er, glaube ich, auch gemacht hat. Natürlich habe ich nur verloren, weil Dennis 4 Punkte mehr hatte als ich. Ne? Es lag nur daran. Und das würde ich nächstes Mal auch anders machen. Natürlich ihm die 4 Punkte wegnehmen, dann würde es komplett anders aussehen. Und tatsächlich diese 4 Punkte in der Ausrüstung haben überhaupt nichts gebracht, weil ich habe meinen Charakteren 2 Ausrüstungen gegeben, die komplett Nonsens waren. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, das zu machen. Die haben absolut nichts gebracht, aber das waren halt die 4 Punkte. Dementsprechend ist das ja auch eigentlich wieder ausgeglichen gewesen. Unsere Mission war es, Artefakte zu bergen. Das bedeutet, Mikkel durfte aussuchen, welcher von meinen 2 Einheiten und von seinen 2 Einheiten jeweils quasi einen Siegmarker dabei hatte. Und die musste man töten, da hat man einen Siegmarker bekommen. Und der war, glaube ich, jeweils 25 Punkte wert, also nicht ganz so viel. Also ich habe mich weit möglichst rechts aufgestellt, weil ich schon gemerkt habe, okay, Mikkel versucht so ein bisschen von seiner Seite aus eine rechte Flanke zu decken. Und ich konnte einfach mit meiner Kari und meinem Runengolem nicht gegen 2 Runengolems, die Reiter und Kari ankommen. Deswegen habe ich gedacht, okay, ziehst du erstmal ein Stückchen zurück, habe dafür meine Speerträger und meine Kavallerie auf der ganz rechten Flanke nach vorne geschickt. Ja, in den ersten Runden habe ich eigentlich versucht, so gerade meine rechte Flanke aufzubauen, so mit Kari und dem Golem, was leider nicht so richtig funktioniert hat. Also gerade der Golem kam nicht so richtig von Fleck irgendwie. Kari war zwar sehr schnell da, wo ich sie haben wollte, aber irgendwie hat sie mir da nicht viel genützt, wegen der Reichweite und so. Ich habe es gut geschafft, seine Speerträger zu binden, bin dann mit der Kavallerie einmal hinten rum. Das waren schon Runde 3, glaube ich.
und habe dann meine Runen im Golem nach vorne geschickt, um die gegnerischen Runen-Golems ein bisschen wegzublocken. Zeitgleich habe ich es tatsächlich geschafft, mit Kari im Fernkampf die Reiterei, die altgebundene Kavallerie von Mikkel rauszunehmen, was, glaube ich, schon mal sehr geholfen hat. Die wäre mir nämlich sonst den Speerträgern in die Flanke gefallen. Das wäre nicht schön gewesen. Der Teil des Plans ging nicht so ganz auf, während meine Speerträger dann an anderer Stelle voll auf die Fresse bekommen haben. Und da habe ich dann, glaube ich, schon an der Stelle schon verloren. Die Speerträger haben mit den anderen Speerträgern natürlich erwartungsgemäß kurzen Prozess gemacht. Einfach mit zwei Tableaus mehr, mit jede Menge Upgrades, mit der Kommando-Unit. Ich glaube, die haben nur in einer Runde wirklich gar keinen Schaden gemacht und sonst immer ordentlich ausgeteilt. Von daher lief das eigentlich fast optimal, würde ich fast sagen. Also was mich am meisten geärgert hat, war eigentlich, dass ich meine beiden Golems verloren habe, bevor überhaupt der eine Golem von Steffen weg war. Also ich dachte, die werden ordentlich aufräumender unter den Einheiten, aber so im Nachhinein, ich glaube, viel haben die leider nicht ausgerichtet. Das hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, mit so zwei so großen Bollwerken muss das eigentlich klappen. Mein Runengolem hat es dann geschafft, die anderen beiden Runengolems ganz gut aufzuhalten. Dann hat Mikkel, glaube ich, so einen kleinen Fehler gemacht. Er hat dann so eine Furchtkarte gespielt, womit meiner dann aus dem Kampf rausgekommen ist und hat ihn deswegen nicht getötet. Und ich konnte dann im Nachhinein ihm noch in die Flanke fallen mit meinem anderen Runengolem, habe dann mit Kari noch angegriffen, die Kavallerie ist dann auch noch mit dazugekommen. Und so war dann plötzlich so ein Knäuel um die beiden gegnerischen Runen-Golems, die ich dann ganz gut ausgeschaltet habe. Dabei ist zwar meine Kari gestorben, aber die Runen-Golems sind auch gefallen, was ziemlich gut gewesen ist. Heute habe ich jetzt mal versucht, irgendwie All-In zu gehen, also alles irgendwie nach vorne geworfen und so. Und wie das so ist, manchmal verliert man dann auch alles. Ich glaube, die einzige Einheit, die überlebt hat bis zum Ende, war bei mir Kari dieses Mal. Ich meine, ist ja auch schon ein kleiner Erfolg, aber ja. Der Punkt ging an Steffen definitiv. Also mein nächster Step sind ja erstmal wieder noch zwei Tableaus Kavallerie, wo ich hoffe, dass meine Kavallerie dadurch noch ein bisschen vor allem mehr Lebenspunkte hat, weil die sind ja immer sehr schnell weg. Ansonsten würde ich gar nicht so viel verändern. Also wie gesagt, die von den Speerträgern bin ich mittlerweile super begeistert in der großen Ausführung. Der Runen-Golem, ja, der ist halt eher so Blocker und Kari ist immer cool. Also viel kann man da eigentlich nicht falsch machen, muss ich sagen. Ich habe Lord Hawthorn. Ich mag den Namen immer so aussprechen, Lord Hawthorn, nicht mitgenommen, weil er hätte mich relativ viele Punkte gekostet. Und ich wollte dieses Mal lieber meine Einheiten gut ausrüsten. War vielleicht auch ein Fehler, weil ich das dann gar nicht nachher so viel genutzt habe im Spiel. Nächstes Mal vielleicht wieder mit Lord Hawthorn, vielleicht sogar in Kombination mit der Kavallerie. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, der große Vorteil von Steffen war, dass er vorher sich wirklich eine Strategie überlegt hat. Ich hatte den Eindruck, dass er sehr ausführlich in den Regelwerken geblättert hat. Steffen, der wusste schon so ein bisschen, was er tut und so, das hast du gemerkt. Also der hat ein paar Züge vorausgeplant, wenn ich dann immer so bin. Ich gucke dann jedes Mal neu und bewerte das für sich dann. Und ich glaube, es war heute besser, das mal auf die lange Bank zu planen. Ja, das hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ihr ebenso unterhalten wurdet, aber jetzt brauchen wir wirklich mal eure Hilfe. Mikkel hat bisher leider jedes Spiel verloren, was natürlich auch daran liegt, dass er wirklich der stärkste Einsteiger von uns allen hier ist. Was würdet ihr ihm für Tipps geben? Wie soll er seine Darkhand Lords einsetzen und welche Taktik soll er fahren? Denn wir möchten ja auch, dass er nicht die Motivation verliert und wir wirklich weitermachen können an der Serie, denn der Rest von uns hat ziemlich viel Spaß. Er sagt zwar auch, dass das bei ihm ebenso ist, aber wer weiß, wer immer auf die Fresse bekommt. Also, helft uns in die Kommentare die Hilfe und Taktiken für Mikkel. Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an. Jetzt bei Fantasy Welt.